Der Lavadom. Eindrucksvoll und imposant vermittelt das interaktive Vulkanmuseum dem Besucher die vulkanische Geschichte der Osteifel. Ein Highlight, welches sich niemand entgehen lassen sollte. Hautnah wird der Besucher in diesem neu errichteten Touristenmagneten an die Geschichte der Vulkane herangeführt. Ein pyroklastischer Strom fegt durch das Tal mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde. Hinter dem Lavadom wartet bereits der nächste Höhepunkt. Zu Fuß oder mit dem Aufzug gelangt man in Mendichs Unterwelt. 30 Meter unter der Erde findet sich ein weit verzweigtes, von Menschen geschaffenes Höhlensystem mit einer Ausdehnung von fast 3 Quadratkilometern. Entstanden ist dieses Labyrinth durch den unterirdischen Abbau der begehrten Mendiger Basaltlava. Eindrucksvoll erfährt der Besucher die Geschichte der Leier, die mit bloßer Muskelkraft die Basaltlava aus der Tiefe bargen und dieses riesige Kellersystem entstehen ließen. Auf der benachbarten Museumsleih erfährt der Besucher etwas über die Weiterverarbeitung des Steins. Vom Spalten der Steine bis zur Mühlsteinproduktion. In der alten Grubenschmiede oder am Göpelwerk, hier auf der Museumsleih wird der Arbeitsalltag der Urgroßväter lebendig und begreifbar. Nirgendwo sonst hat sich der Ausbruch des Laacher Seevulkans eindrucksvoller verewigt als hier. Für jeden geologisch Interessierten ist diese Wand ein unbedingtes Muss auf seiner Tour durch die Region. Aufschluss der Ascheschichten lässt alle Ausbruchphasen des Vulkans an den deutlich sichtbaren Schichten nachvollziehen.